Hallo, willkommen zurück hier zur Hausbaureihe. Einmal die Woche, Sonntag 16 Uhr, hier mit unserem Wellness Resort. Und ja, mal schauen, was wir diese Folge so anstellen werden. Ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Ich habe ein bisschen überlegt. Die größten Probleme bereitet mir aktuell noch das Dach. Ich habe echt keine Ahnung, wie ich das machen soll. Wir werden soweit schauen, wie weit wir hier kommen mit der Gestaltung, mit der Planung von außen. Und ansonsten fange ich mit irgendwas anderem an, weil ich echt keine Ahnung habe mit dem Dach. Das Dach macht einem sowieso die größten Probleme. Ich habe überlegt, wir haben ja hier vorne quasi diese Hausfront, die quasi so ein bisschen wie so das Mittelstück des Resorts ist. Was so ein bisschen quasi gespiegelt ist. Also hier sechs Kästchen mit der Eingangstür, da sechs Kästchen ein bisschen ein bisschen eingezogen mit diesem Detail und den Fenstern. Und da hier mal diese Blöcke. Und irgendwas Dachmäßiges müssen wir damit, glaube ich, machen. Ich habe noch keine Ahnung was. Man könnte hier natürlich quasi einfach so eine Etage drüber ziehen, die dann flacher wäre und so, aber das sieht dann auch alles so boxartig aus. Ich habe halt echt einfach keine Ahnung, wie und was und wo und überhaupt und alles, das halt gehen soll. Wisst ihr? Das ist echt. Ja, das wird lustig. Wird auf jeden Fall lustig, würde ich mal behaupten. So, das wäre halt eine Sache. Das wäre halt hier bündig mit dem. Also mit diesem Detail da vorne könnte man hier halt irgendwas draus machen. Irgendwas. So viel Ahnung habe ich dann doch, dass man irgendwas draus machen könnte. Ich weiß natürlich noch nicht was, aber irgendwas bestimmt. Dann hier wäre dann nochmal dieselbe Situation. Ah, das ist hier anders. Vielleicht könnte man das dann hier sogar zwei groß machen. Ah, dann wäre hier aber. Ja, doch, das ist interessant. Das ist voll interessant, oder? Findet ihr auch voll interessant. Ich glaube, das mache ich mal eher nicht. Ich weiß halt nicht, wie ich das. Also das da ist schon mal, finde ich schon mal gar nicht ganz so schlimm. Das wäre dann natürlich nicht so hoch. Also es wäre keine Wandhöhe hoch, sondern eher wesentlich tiefer. Aber das bringt halt auch nicht, das jetzt tiefer zu machen, wenn ich es dann sowieso später nochmal ein bisschen anders machen will. Deswegen setze ich das erstmal nur so hin. Ich habe halt auch überlegt, diese Ecken hier, die müssen eigentlich schon sein, denke ich mal. Weil das hier zum Beispiel an der Seite ist irgendwie auch ein bisschen unnötig. Quasi. Aber wir brauchen das ja, weil das hier halt hier unten so aussieht. Also wir können eigentlich auch an der Form hier oben nicht wirklich viel ändern. Und wir können das hier auch nicht weiter ausbauen, weil das halt einfach nur hier dieses Dingens ist. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Die obere Etage davon halt. Und ich weiß auch, diese Lampen werden hier garantiert nicht sein, weil die schweben gerade eigentlich aktuell in der Luft. Was natürlich auch nicht sein soll. Guck mal, wie dunkel das hier drüben ist. Aber das ist eigentlich gerade. Na gut, ich kann eigentlich ein paar Lampen hinsetzen. Eigentlich ja schon. Dann sieht das da wenigstens ein bisschen heller aus. Oh. Cool, da kann ich eigentlich gar keine Lampen hinsetzen. Hä, da kann ich eine hinsetzen, da auch. Warum kann ich da Lampen hinsetzen und da drüben nicht? Ist ja lustig. Ich habe gerade Move Objects nicht an, deswegen ich teste einfach nur ein bisschen. Okay, das ist interessant, wo ich hier Lampen hinsetzen kann und wo nicht. Jetzt ist jedenfalls auch der Bereich hell. Ja, ich habe auch überlegt, jemand hatte auch die Idee, wie so einen kleinen Dachgarten zu errichten. Ich meine zumindest, dass das jemand als Idee hatte, sonst hatte ich das als Idee oder vielleicht auch wir beide und alle oder niemand, keine Ahnung. Ich habe halt überlegt, hier vielleicht, obwohl. Aber das Ding ist halt, ich könnte halt natürlich auch so normale Dächer verwenden. Ich hätte nämlich zum Beispiel für hier überlegt. Also ich zeige euch mal einfach mal, was ich so alles überlegt habe, bevor ich hier jetzt angefangen habe aufzunehmen. Zum Beispiel, bis wohin muss das? 8, okay. So. Und dann halt voll flach machen. Die Dachschräge für jedes Dach einzeln ändern kann man übrigens hier mit diesem Dachneigungsregler. Das ist einfach so, liegt man einfach drauf. Einmal reicht. Und dann kann man das hier verschieben. Einfach mit Maus,
Also mit Dach anwählen und gedrückt halten. Und dann kann man sowas machen. Kann man das Dach tanzen lassen. Oder man macht das halt hier. Das kommt aufs selbe hinaus. Nur dann kann man das halt einzeln machen. Sowas hatte ich überlegt. Und dann vielleicht noch irgendwie hier nochmal eins dazu. Auch wenn das richtig kacke aussieht. Aber so prinzipiell. Irgendwie so oder so. Keine Ahnung. Das sieht halt richtig kacke aus, wenn ich mir das jetzt so ansehe. Auch wenn man jetzt ein anderes Dach wählen würde, finde ich, sieht das schon richtig beschissen aus. Aber ich wollte es euch mal zeigen. Also, ich habe halt echt keinen Schimmer. Gar keinen. So, das mit dem Dach und alles. Also, man könnte halt hier zum Beispiel so eine kleine Gartendachterrasse machen, wo man dann halt tatsächlich auch langlaufen kann, wo ich hier so einen kleinen Weg irgendwie machen könnte. Ein, zwei Bänke. Und dann, weiß ich nicht, ein Springbrunnen oder sowas. Und ansonsten halt irgendwelche Pflanzen, die hier wachsen, die über das Dach wachsen. Wobei das halt auch nicht so modern ist irgendwie. Das wäre irgendwie sehr so oasenmäßig. Und vielleicht würde es auch eher auf die Seite hier passen, weil hier sowieso der Wellnessbereich ist. Und weil das hier ja sowieso der Sonnenbereich ist. Also das hier ist der Raum, wo wir auch die Fenster drüber haben, wo man halt hier reingehen kann und sich dann quasi so ein bisschen mit natürlichem Licht sonnen kann. Das soll ja der Raum hier sein. Und deswegen wäre das vielleicht sogar logischer, das auf der Seite hier zu machen. Nur dann ist die Frage, also garantiert nicht die ganze Terrasse, das wäre viel zu viel. Ich würde das vielleicht tatsächlich irgendwie nur so, obwohl, vielleicht doch die ganze Terrasse. Also hier wäre ja quasi der Gang. Hier wäre so ein kleiner Bereich mit zwei, drei Tischen, wo man halt sitzen kann, weil hier unten, hier ist ja der Kaffeebereich. Das werden wir gleich auch noch ein bisschen besser gestalten. Dann wäre hier halt einfach so ein Gang, wo man halt hier rüberkommt auf die große Terrasse hier, auf die große Dachterrasse. Und hier drauf könnte man dann irgendwas machen. Tischtennis zum Beispiel. Tischfußball zum Beispiel. Oder, ich weiß nicht. Rollschuhbahn? Ah, eine Rollschuhbahn würde da drüben drauf passen, oder? Nein, die passt nicht drauf. Oder nein, war das die große? Nein, das war die kleine, ne? Ja, die kleine passt schon nicht drauf. Ja, ich will die auch gar nicht benutzen. Das hat mich gerade nur interessiert. Dann könnte man hier irgendwas machen. Auch wenn ich noch nicht weiß, was. Irgendwas halt. Eben. Und dann wäre hier. Ach Gott, ich weiß. Nee, also ich glaube, die Seite passt irgendwie doch besser für diesen Gartenbereich, weil das hier ist, glaube ich, zu offen. Das ist halt schön, dass das hier von zwei Seiten so mit Wänden umgeben ist und da halt nur so ein bisschen das ist. Obwohl ich halt irgendwie das Gefühl habe, wenn ich da so viele Pflanzen drauf packe, sieht das nicht mehr so modern aus. Ich weiß auch nicht. Das ist schwierig. Die Dachsituation ist hier halt richtig heftig schwer, finde ich. Ich nehme mal noch mehr von denen da, weil das schon immer alles verbessert hat. Wartet mal. Sah das schon immer so hässlich aus? Guck mal, wenn man rauszoomt, ist das so stückchenweise. Dann wird jede Wand einzeln angezeigt. Das habe ich, glaube ich, zu schlechte Grafikeinstellungen dafür, dass das gut aussehen könnte. Ich überlege, ob so. Nee. Das macht halt auch nicht viel Sinn, das so zu machen, glaube ich. Könnte ich sogar, obwohl das sieht vielleicht sogar ganz okay aus, könnte ich sogar so machen. Und dann so. Oder so. Und dann das hier, weiß ich nicht. Können wir hier nochmal die Teile draufpacken, theoretisch? Ist auch wieder so asymmetrisch. Ah, sowas gefällt mir nicht, wenn das so asymmetrisch ist. Vielleicht so. Wobei das dann, also von hier vorne müsste das halt eigentlich so sein. Aber von hinten nicht. Und das ist wieder so anstrengend, dass es wieder unterschiedlich ist. Also von vorne müsste das.
so quasi sein, vielleicht. Und von hinten sieht das so sehr asymmetrisch und kacke aus. Da müsste das quasi so sein. Obwohl, ich find's so auch nicht so schlimm, würde ich sagen. Könnte man vielleicht machen. Dann hätte man hier auch noch mal die Lichter oben. Auch wenn das nicht tatsächliches Licht bringt, aber egal. Dann wäre das schön, weil es so ist. Ich habe auch überlegt, ob ich dieses Ding hier überhaupt brauche. Diese kleine Ausbeulung. Ich kann das vielleicht auch einfach gerade machen. Das würde die Sache mit Dach und so weiter alles deutlich erleichtern. Muss ich aber erst wieder Constrain Floor Elevation False eingeben. Und das Ganze wieder richtig machen. So, sehr schön. Hallo, kannst du mal die Wand da wegmachen? Die da. Hallo, ja, die, wo du dran bist gerade, du dummer Zeiger. Danke. So. Okay. Das macht so vielleicht dann auch mehr Sinn mit allem und dann wäre das sogar schon fast fertig gestaltet. Ich meine, vielleicht findet sich für die Ecke hier noch irgendwas. Eine Person hat auf jeden Fall vorgeschlagen oder sich gewünscht, dass wir das Ganze hier so ein bisschen mehr vielleicht so wintergartenmäßig gestalten können. Also, dass das hier doch sehr offen machen. Warte mal, ich muss mir das nochmal genauer durchlesen. Wenn das Poolareal eine Art Wintergarten darstellen würde, mit Pflanzen und Büschen, kann man dort auch unerwünschten Blicken entgegenwirken. Das runde Fenster beim Speiseraum wäre auch traumhaft schön. Ja, das wollte ich auf jeden Fall auch noch machen. Ja, nee, aber so wollte ich das ja sowieso. Also, ich hatte ja so eine Idee, dass das wie so eine kleine Oase dann hier aussehen soll. Also, dieser Bereich hier, dass wir hier ein kleines Teilchen packen, einen kleinen Springbrunnen und sowas, ein paar Pflänzchen. Und hier vorne halt auch ein paar Pflänzchen. Ich weiß nicht, ob das jetzt das Poolareal gemeint war damit oder ob es jetzt den großen Pool meinte, weil der große Pool soll halt eher doch so ein bisschen so ein großer Spaßpool sein. Da werden wir hier irgendwo einen großen Pool hinpacken mit Wasserrutsche, mit Poolbar, mit Sprungbrettern und sowas, mit allem, was dazugehört. Das wird dann hier sein und das hier wird halt eher so der kleine Entspannungsschwimmbeckenbereich sein mit zwei, drei Liegen hier und sonst nicht viel. Obwohl, wir könnten. Hier würde sogar auch ein Wasserfall hinpassen, vielleicht. Mal gucken. Ist halt ein sehr kleiner Poolbereich, aber soll er ja auch. Aber dann würde ich das von den Fenstern vielleicht sogar tatsächlich so lassen. Und dann, ja, hat sie gemeint, hier wäre vielleicht ein rundes Fenster ganz cool. Das Ding ist halt, wenn ihr das nicht habt, also. Na gut, die Fenster habt ihr dann sowieso nicht. Also das große runde Fenster kommt halt mit Into the Future. Und wenn ihr das nicht habt, dann habt ihr das Kleine auch nicht. Ist das das mit der Verdunklung? Ah nein, das war einmal mit Glas, oder? Ist das das mit Glas? Und das ohne Glas? Ja, das sieht aus wie das ohne Glas. Okay, dann nehme ich lieber das mit Glas. Ich habe schon gern Glas in meinen Fensterscheiben. Ja, sie fände das hier ganz cool. Das ist auch okay. So, denke ich mal. Ja, kann man machen. Und dann würde ich hier vielleicht auch so irgendeine kleine Dekoration hier vorpacken, bevor man halt die Buffettische direkt hinpackt. Also hier irgendwie Pflanzen oder sowas davor. Denke ich mal, das ist auch ganz okay so. Ja. So, ich würde dann vielleicht. Ja, ich werde erstmal hier oben so ein bisschen versuchen zu gestalten. Das Ding ist halt, ich hatte mir überlegt, hier oben vielleicht noch ein Badezimmer hinzupacken. Weil das soll ja auch ein bisschen ein öffentlicher Bereich noch sein. Hier sind ja die Suiten, die haben wir das letzte Mal so ein bisschen gestaltet. Und hier soll halt so ein kleiner Kaffeebereich sein. Da würde ich sagen, hier wäre sogar die kleine Bar so ein bisschen vielleicht.
und dann irgendwie ein, zwei Sitzmöglichkeiten und hier der Sonnenraum. Und dann wäre es cool, wenn man hier irgendwo noch ein Badezimmer hätte. Vielleicht sogar hier vorne. Hier und dann hier so ein paar Sitzmöglichkeiten. Und dann vielleicht auch draußen noch ein paar Sitzmöglichkeiten. Also hier draußen sogar noch. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das zu viel ist. Ich will halt auch nicht zu viele Sitzmöglichkeiten, weil so viele braucht man eigentlich auch nicht unbedingt. So, ich dachte vielleicht hier zwei Badezimmer einfach. Und dann, also ich würde halt, ja, würde ich die Bar theoretisch hier machen? Also das wäre halt dann wahrscheinlich diese Barista-Bar aus, für das Studentenleben, die ich hier hinpacken würde. Oder ich würde sie halt hier hinpacken. Hier so. Und dann wären hier halt zwei, drei Sitzmöglichkeiten und hier auch nochmal zwei, drei. Vielleicht würde das sogar mehr Sinn ergeben. Ich weiß gerade noch nicht von der Form her, wie ich das machen will. Das Ding ist halt, meistens baue ich Häuser von außen nach innen. Also erst die äußere Form und dann die innere. Dann ist das mit dem Dach auch nicht so ein großes Problem, weil ich dann halt einfach die Form so ein bisschen nach dem Dach anpasse. Aber jetzt bauen wir halt erst nach innen, weil wir halt hier so viele Sachen haben, die innen berücksichtigt werden müssen, dass ich halt erst die innere Form machen muss und mir überlegen muss, was wohin kommt und so, bevor ich die äußere Form mache. Ja, theoretisch so hier einfach. Obwohl das vielleicht sogar noch eins weiter reingehen kann. Weiß nicht genau. Es ist halt alles ein bisschen eigenartig. So prinzipiell. Wir könnten das auch noch ein bisschen weiter vorschieben, quasi. So. Vielleicht auch nur zwei breit, dann wäre das eins. Und dann würde das vielleicht auch ein bisschen geschlossener mit dem vorderen hier aussehen. Weil ich gerade gesehen habe, dass das hier gleich lang ist, also dass das hier bündig schließt. Ich weiß zwar nicht, was das bedeutet, aber irgendwas wird das schon bedeuten. Ja. Ja. Irgendwie nicht so unbedingt. Irgendwie bedeutet das nicht so unbedingt was. Es ist halt schwer, finde ich, da jetzt eine schöne Form zu finden. Also hier würde ich die Barista-Bar hinmachen. Können wir auch gleich zum Ersetzen. Mit Einrichtung fange ich erst dann, wenn ich mit dem Außen allem soweit fertig bin, dass wir anfangen können einzurichten. Weil vorher macht das für mich nicht viel Sinn, weil sich dann von außen auch irgendwie so viel ändern kann. Ja, genau. Die Bar, die würde ich dann hier hinpacken, alles noch schön gestalten und sowas. Die würde sogar schön bündig hier reinpassen. In diese zwei breiten Bereich. Da irgendwo würde die auf jeden Fall sein. Dann gäbe es hier halt Toiletten, dass man hier nochmal hingehen könnte, wenn man irgendwie muss. Und seine Suite halt nicht hier oben ist, sondern halt zum Beispiel die Familiensuite oder was weiß ich, wenn man da halt gerade nicht reingehen will oder wenn man halt sonst noch ein Klo braucht, dann hat man hier halt eins. Und dann haben wir hier auf jeden Fall Platz für ein bisschen Sitzbereich. Hier draußen auch. Und ich glaube, so ungefähr wird das dann auch bleiben. Denke ich mal. Ich bin halt echt unzufrieden mit dem Äußeren. Ich finde, von innen finde ich das alles ganz cool, aber von außen halt überhaupt nicht. Finde ich so halt überhaupt nicht gut. Dann würde ich hier außen aber halt auch keinen begehbaren Bereich machen, weil jetzt kommt man halt von der Seite aus überhaupt nicht mehr hin. Beziehungsweise es wäre halt komisch, von der Bar aus dahin zu kommen. Dann wäre das hier quasi alles geschlossenes Dach. Und dann wäre hier halt ein offener Dachterrassenbereich, wobei ich auch nicht weiß, ob ich wirklich alles begehbar machen möchte oder nur einen Teil. Und wenn ja,
welchen Teil ich zu was machen soll. Also was der Rest des Daches dann halt sein soll, wenn nicht begehbar. Das weiß ich halt auch noch nicht. Ist halt schwer. Und wie ich das obere Dach hier gestalten soll, weiß ich erst recht nicht. Das ist sowieso eine Sache, die weiß ich nicht. Die weiß ich halt einfach echt nicht. Ich probiere mal ein bisschen was. Wir haben ja hier auch das. Okay, da würde ich vielleicht irgendwie das hier nutzen. Bei Sims 4 könnte man jetzt mit den unterschiedlich hohen Halbwänden arbeiten. Das wäre ganz cool, glaube ich. Wenn ihr irgendwelche coolen Ideen habt, ne, wie man das Ganze hier noch ein bisschen auflockern kann, halt auch irgendwie ein bisschen logisch, irgendwelche Dinge, die man da noch hinpacken kann, oder wie man irgendwas machen kann, das wäre richtig cool. Würde ich auf jeden Fall gerne wissen wollen, wenn ihr da tolle Ideen habt. Da muss auf jeden Fall noch Boden drüber. Na, warum? Das ist so doof, dass das gerade unbündig abschließt. Wir können das aber auch eins breiter machen, ne? Weil dann würde das hier so nämlich Sinn ergeben. Dann könnte ich so irgendwie was machen. Dann mache ich das, glaube ich, auch einfach. Das wäre nämlich einfacher. Dann könnte ich vielleicht sogar ein einigermaßen annehmbares Dach gestalten. Das wäre cool. Würde ich mich drüber freuen, auf jeden Fall. So. Auch noch eins weiter. Ist hier sogar Boden drüber? Ja, sehr schön. Und dann. Okay, also. Das hat jetzt auch nur so halb geholfen. Das sieht halt echt kacke aus, diese riesige Wand hier, ne? Da müssen wir auch noch irgendeine Auflockerung uns überlegen. Das soll auch alles nicht so eine Wand hoch sein, sondern eher ein bisschen schmaler. Das ist irgendwie auch nicht wirklich schön. Ich gucke einfach mal, wie das aussieht. Das ist halt oft auch einfach so ein bisschen rumprobieren. Und das ist dann halt das Schlimme bei der Hausbaureihe, glaube ich. Zumindest, also bei mir ist das so mit modernen Häusern. Ich muss dann rumprobieren, was gut aussieht. Ich bin nicht so der Experte für moderne Häuser, muss ich ehrlich sagen. Ich mag so hypermoderne Häuser eigentlich nicht so unbedingt. Aber manchmal kommt man nicht darüber hinweg, sie zu gestalten. Deswegen muss ich damit ja auch ab und an klarkommen. So, ich muss hier mal darauf wechseln. Die ganzen Kästchen nerven mich immer. Das sieht schon ein bisschen besser aus als ohne, würde ich sagen. Okay, das sieht natürlich blöd aus. Also so tief können wir das nicht machen oder wir können das dann halt nicht nutzen. Und dann würde ich das hier auf jeden Fall entweder unterschiedlich von der Höhe her machen oder halt verbinden. Und dann hier auch noch meine. Also das sieht halt echt kacke aus, dieser Bereich hier. Das da. Das geht irgendwie voll nicht. Das geht so gar nicht. So überhaupt gar nicht. Das ist irgendwie richtig unglücklich geworden. Der Rest ist ja ganz okay. Und für die Seite finde ich bestimmt auch noch irgendwie was. Hier, ja, es kommt darauf an, was wir da machen. Weil hier könnten wir nämlich dann zum Beispiel auch schöne große Fenster wieder machen, so wie hier. Das wäre vielleicht eine ganz coole Idee für die Stelle hier. Hier haben wir natürlich nur eine Etage, das heißt, wir können das wieder unten nicht so cool machen. Wir können allerdings die Fenster hier nehmen. Wir können hier tatsächlich für noch mehr Licht sorgen. Und dann vielleicht noch die Fenster dazu. Das Ding ist nur, das müssen wir hier abschirmen, weil das hier soll ja eine begehbare Dachterrasse werden. Das heißt, wenn sich hier drinnen Leute sonnen, leicht bekleidet und hier draußen irgendwelche Leute rumlaufen, das ist ähnlich hier wie mit diesen Dachfenstern, die ihr gern hier über Whirlpool gesehen hättet. Das ist auch ein bisschen eigenartig. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen müssen wir das hier schon ein bisschen abschirmen dann.
Aber soll halt trotzdem irgendwie Licht durchkommen. Ich weiß nicht, ob das so eine kluge Idee ist oder ob ich es lieber lassen sollte, wenn das keinen Sinn macht. Beziehungsweise ich würde das, glaube ich, so machen. Und dann würde ich eher so ein paar reinsetzen. So. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Das sieht irgendwie besser aus, finde ich. Wenn das unten hier halt so durchgängig ist. Ja, also das bereitet mir ein bisschen Sorgen. Das ist so ganz okay, würde ich behaupten. Weiß ich nicht genau. Es sieht schon mal ein bisschen besser aus. Und dann können wir ja natürlich alternativ auch statt dieses Zauns halt einfach so eine Begrenzung hinmachen, wenn es halt so flach ist. Das ist auch besser als nichts. Wobei ich sogar sagen würde, naja, obwohl. Also irgendwie so in der Richtung könnte hier vielleicht auch das machen. So und dann den Bogen wieder entfernen. Nee. Doch nicht. Das ist auch immer wieder lustig, was für Ohrwürmer ich habe, während ich so spiele. Nicht unbedingt thematisch passende Ohrwürmer. So, hier. Ich hatte auch schon überlegt, einfach den Boden hier eins breiter zu machen und das dann quasi so fett drüber zu ziehen. Irgendwas. Nee. Das würde dem Ganzen aber auch nicht gut tun. Das würde das ganze Detail hier im vorderen Bereich total verwerfen. Eigentlich, theoretisch müsste halt hier auf der anderen Seite nochmal passend dazu hier irgend so ein Detail sein, wie ich das eben schon mal versucht hatte. Aber das passt halt hier mit dem Gang nicht, dann wäre der Gang zu eng. Das ist halt ein bisschen das Problem. Und das hier noch dünner machen würde ich ja jetzt eigentlich auch ungern. Ich würde es eher sogar fast breiter machen, dass man hier vielleicht auch nochmal eine Sitzgelegenheit hinpacken kann. Bisschen ungünstig. Ich überlege auch, ob ich die Terrasse hier einfach ein bisschen größer mache. Vielleicht halt alles um eins breiter. Hä? Seit wann? Dann, okay. Seit wann geht das denn nicht? Aber okay. So. Das fand ich jetzt ein bisschen eigenartig. Ja, jetzt kann ich das da hinsetzen. Okay. So habe ich das jetzt gedacht. Und dann muss das da unten natürlich auch noch eins breiter. Oder eins weiter zur Seite. Dann können wir das hier wieder gerade ziehen. So. Und dann den. Was? Spaßzaun heißt der. Das ist ja toll. Das ist der Spaßzaun. Woo. Okay. Ja, das können wir dann so machen. Dann hätten wir hier auf jeden Fall schon mal eine leicht größere Terrasse. Das würde mir so auf jeden Fall schon ein bisschen besser gefallen. Ich hätte aber nicht an dem Grundproblem, dass das Dach richtig hässlich ist. Ja. Und dann würde ich jetzt vielleicht mit was anderem anfangen. Was die Fenster betrifft, sind wir eigentlich schon relativ fertig, oder? Würde ich sogar fast sagen. Bis auf das ein oder andere Fenster an der einen oder anderen Stelle so. Aber sonst so im Allgemeinen, glaube ich, passt das sogar schon. Vielleicht können wir hier auch nochmal ein Fenster hinpacken.
Nicht unbedingt das Runde. Nee, nicht das Runde. Aber irgendwas Cooles. Oh, ich würde am liebsten das hier nehmen. Das passt auch irgendwie ein bisschen zu dem asiatischen mäßigen, aber das ist ja Store. Dann nutze ich ein anderes. Das, nein. Was würde denn von außen gut aussehen? Gar keins, glaube ich. Ich glaube, von außen sehe gar keins besser aus. Aber ich hätte da irgendwie gern eins. Dann nehme ich vielleicht. Die sehen da auch nicht gut aus, oder? Ja, vielleicht ist es tatsächlich auch besser, weil sonst kann man von hier aus nach da gucken und das ist irgendwie auch komisch. Ja, vielleicht mache ich doch kein Fenster dahin. Also halt echt doch ein schon sehr großer Hotelkomplex. So soll es ja auch sein. Es ist halt nur irgendwie zu groß für mich. Damit komme ich nicht klar. Ich baue gerne kleinere Häuser. Was die Randbegrenzung angeht, würde ich sogar tatsächlich einfach quasi. Das müssen wir ja noch ein bisschen schicker machen. Warte mal, ich versuche das mal ein bisschen schicker direkt zu machen. 4, 4. Oder machen wir 4, 5, 4. Das ist viel lustiger. 5, 4, 5, 4. Und dann auch bis zu dem Rand hier. Eigentlich schon, weil ich möchte eigentlich schon das Maximale hier ausschöpfen. Habt ihr natürlich Probleme, wenn ihr das auf ein ungerades Grundstück setzt? Das tut mir dann leid. Nein, das funktioniert so nicht. Dann machen wir das hier anders. Machen wir hier nur Vierer. Müsste das aufgehen. Sehr schön. Haben wir halt da und da einen Fünfer. Weil wir es können. So, und dann hier auch nochmal. 4, 5, 4. 4, 5, 4, 5. Okay, das geht so auch nicht. Ich sehe auch gerade, dass das nicht besonders gerade ist, oder? Ja, ist ein bisschen schief. Aber das können wir ein bisschen ausgleichen dann. Ich habe hier schon wieder dasselbe Problem. 5. Und dann nur noch 4 oder was? Nee. Da sind es dann 6. Dann machen wir 2 Fünfer. Das müsste ja dann aufgehen, oder? 5 und dann wieder 4. Yay. Ich brauche das immer so ein bisschen symmetrisch. Und hier weiß ich nicht genau, ob wir dann auch den Zaun nehmen wollen, aber wahrscheinlich, oder? Da muss das halt ein bisschen geglättet werden, quasi. Weil das hier sonst nicht so gut aussieht. Wenn das so sofort so. Oh, das wollte ich nicht. Wenn das sofort so hoch geht, quasi. Also wenn das da so schief ist, quasi. Ein bisschen ausglätten, dann sieht man den Unterschied gar nicht mehr so wirklich. So. Sehr übertrieben, aber so, dass das Ganze ein bisschen sich über eine weitere Strecke verteilt. Sehr schön. Jetzt sieht man das, glaube ich, gar nicht mehr so wirklich. Oder das ist zumindest sehr, sehr sanft, der Steigungsunterschied, oder? Würde ich mal behaupten. Wenn wir denn hier was platzieren wollen, achten wir auf jeden Fall darauf, dass das alles immer gerade ist. Können das Ganze dann wieder ausgleichen. Mit diesem Geländeglätten-Tool. Yay. So. Und dann würde hier halt so eine kleine Oase quasi hinkommen. Nein, ich wollte eigentlich das in der Etage darunter. Sehr schön. Ja, so eine kleine Oase mit einem kleinen Teich und so. Vielleicht gestalten wir das auch einfach gleich mal, damit wir was Hübsches zum Angucken haben. Hier hatte jemand vorgeschlagen, ich solle mal schauen, ob ich den aus dem Bydebug-Menü
lieber verwenden möchte. Dann schaue ich mir den noch gleich mal an. Ich denke mal, der ist der denn aus Late Night? Ich guck mal, ob der aus Late Night ist. Ah, der. Hier muss ich wieder Move Objects on nutzen. Der ist natürlich auch nicht schlecht. Die majestätische Grotte. Das ist wahrscheinlich wieder was, was man nur geschenkt bekommen kann, ne? Als da. Die Majestät. Da kommt da wahrscheinlich Wasser raus, oder? Aus dem Loch da. Ist natürlich auch nicht schlecht. Könnt ihr ja sagen, ob ihr den schöner findet? Der ist natürlich auch ganz cool. Ich würde den sogar dann ein bisschen weiter ransetzen. In die Wand. Dass das ein bisschen bündiger ist hier hinten und nicht so viel Platz behält. Ja, das sollte optisch auch funktionieren. Da hinten sitzt eh keiner. Ja, doch. Könnte man auf jeden Fall auch nehmen. Und dann werde ich hier eben mal einfach auf die Schnelle so eine kleine Oase bauen. Einfach damit wir auch mal ein bisschen optischen Fortschritt haben. Und dass die Sache mit dem Dach ist halt echt ein Ding. Vielleicht muss ich das auch mal außerhalb der Folge irgendwie ein bisschen für mich klären, wie man das machen könnte. Mich damit ein bisschen beschäftigen und euch dann zeigen, wie ich es gemacht habe oder so. Weil Dächer sind halt echt so ein Ding. Die gehen nicht so einfach. Zumindest für mich. So. Das ist vielleicht sogar schon zu groß. Warte mal, mach ich mal wieder gerade. So. Vielleicht nicht ganz so einen großen Teich. Ich hätte lieber eher nur da so. Ein bisschen runder. So vielleicht. Ja, so ist vielleicht schöner. Und dann könnt ihr Wände mal aufhören, so komisch zu sein. Danke. Ja, und dann wollen wir vielleicht sogar einfach so einen Pool hinpacken, einfach weil das so lustig aussieht. Ja, kriegen wir wahrscheinlich von der Höhe her nicht richtig hin, oder? Ich würde ihn gern da unten hinsetzen, quasi so auf dem Boden. Der ist aber hier nicht ganz auf dem Boden. Vielleicht, wenn ich es einfach noch ein bisschen tiefer mache. Das wäre echt ganz cool. Das sehe, glaube ich, echt ganz, ganz cool aus. Wenn wir das tatsächlich so tief hier machen würden, dass wir den da hinpacken können. Dass der von der Höhe her passt. Das wäre ganz lustig. Der müsste hier halt quasi so tief sein. Das würde so gut aussehen, sage ich euch. Aber ich glaube, das kriegen wir so nicht ganz hin. Deswegen lassen wir das mal. Wir können hier natürlich einfach so Steine hinsetzen und dann mit diesem Pool-Teil so Wasserfallstimmung hier reinbringen. So, oder wir können auch von Bodybug diesen Effekt nutzen. Das wäre natürlich auch ganz cool, obwohl ich glaube ich erstmal einfach dieses Ding hier nutzen würde. Packen wir mal ein bisschen hier hin. So. Ein bisschen übereinander. Brunnenobjekte müssten sogar eigentlich alle haben, die ihr Spiel up to date haben. Wenn ich mich nicht irre. Das müsste eigentlich was sein, was mit irgendeinem Patch dazu kam, mit einem kostenlosen Patch. Wenn man das Spiel immer aktuell hält, hat man das dann. So. Und dann hier halt Steine ran, dass man diese Anfangsdüse nicht sieht und dass das Ganze ein bisschen natürlicher aussieht. So. Ich weiß zwar nicht, wo hieraus das Wasser herkommen soll, aber es kommt da offensichtlich her. Und das ist schön. Und dafür ist es ja da, quasi. So, dann können sie danach den Stein dahin machen. Der sieht da, glaube ich, ganz cool aus. Irgendwie so in der Richtung. Also sowas hatte ich mir da quasi vorgestellt. Für den Bereich hier.
Ist wie so eine kleine Oase mit so ein bisschen Springbrunnen, wassermäßigem. Da kommen ja natürlich noch eine ganze Menge Pflanzen hin. Jetzt sind wir schon bei 40 Minuten. Mal gucken, wie viel ich noch schaffe in den letzten paar Minuten. Ich hatte jetzt viel mit Gejammer über das Dach aufgehalten. Das tut mir jetzt natürlich leid. Was andere Videos angeht, kann ich an dieser Stelle mal sagen, weiß ich nicht, wie viel kommen wird. Ich werde auch mal versuchen, vielleicht morgen ein Infovideo dazu zu machen, wie das Ganze so aussieht aktuell. Aber die Hausbaureihe sollte ich eigentlich jede Woche hinbekommen. So viel sei dazu schon mal gesagt. Irgendwie so. Das sieht doch halbwegs natürlich aus. Wenn wir hier vielleicht noch irgendwas ranpacken, keine Ahnung. Wir könnten auch so ein fettes Ding. Oh, warte mal. Da würde das sogar ganz cool aussehen, glaube ich. Diese Teile geben sogar Pluspunkte bei der Hotelbewertung. Okay. Okay, diese Steine sind scheinbar sehr schön. So, was hier Pflanzen angeht, können wir hier auf jeden Fall noch ein paar Seerosen hinpacken. Was haben wir dann für welche? Na, die sind groß. Ich nehme, glaube ich, die normalen. Normalen Seerosen hier. Oder nehme ich lieber ein paar kleinere? Ich weiß gerade nicht genau. Ich doch lieber ein paar kleinere Seerosen. Nein, kleinere, habe ich gesagt. Ja, danke. Pflanzen geben immer Pluspunkte bei der Hotelbewertung. Deswegen werden wir das hier auf jeden Fall schön pflanzenbewachsen machen. Nein. Das ist von der Größe her okay. So, nein, warte. So, hierhin. Und das dann vielleicht dahin oder so. Okay, und dann könnte man dann hier halt noch so Schilf drumrum machen. So, irgendwie. Ich mag dieses Pampasgras immer sehr gern. Ich mag dieses. Das sieht voll flauschig und fisselig drumherum aus. Ich finde das schön. So. Diese Teile. Dann. Was passt denn da doch dazu? Na gut, Blümchen auf jeden Fall. Ein paar Blümchen würde ich hier auf jeden Fall auch dazu packen. Diese gelben. Diese. Wieder. Nee, ist das Lavendel? Lavendel ist das. Ich mag die roten hier immer sehr gern. Einfach das Ganze so ein bisschen gestalten quasi. Bisschen dekorieren, dass das schön bunt aussieht hier. Da werde ich jetzt auch was die Erweiterung angeht, mich nicht auf irgendwas festlegen, weil wir haben ja diese Erweiterung, die ich jetzt eben nutze, quasi festgelegt, dass ich die frei verwende und dann werde ich die auch frei verwenden. Ohne weitere Beschränkungen. So ein bisschen spitzwegerig, macht sich hier, glaube ich, auch ganz gut. Das sieht, glaube ich, echt schön aus, wenn du von hier draußen. Oh, guck dir das mal an. Von hier drinnen nach draußen guckst auf diesen kleinen Teich. Wir werden hier bestimmt noch irgendwas Größeres hinpacken, dass man tatsächlich nicht hier reingucken kann, weil momentan kann man ja noch richtig gut hingucken. Da werden wir hier noch irgendwas finden, vielleicht irgendeine große Hecke oder so. Nee, nicht so. Irgendwelche Bäume. Irgendwas werden wir hier noch finden, dass man hier nicht ganz so gut durchgucken kann, aber an sich ist das doch schon, finde ich, ein schöner Ausblick. Aus dieser Entspannungsecke. Das werden wir noch ein bisschen verfeinern. Ich wollte euch das nur so ein bisschen zeigen. Auch, dass wir hier mal ein bisschen was optisch geschafft haben, weil bisher wächst ja nicht wirklich den Eindruck, als würden wir hier was schaffen. Das Ding ist aber auch, wir sind noch in der Bauphase und in der Bauphase sieht man nicht wirklich viel Fortschritt. Da ist das halt eher so, dass da auch ein paar Kleinigkeiten geregelt werden müssen, die ich in den letzten Folgen immer so ein bisschen am Regeln bin. Wo Überlegungen gemacht werden und solche Dinge. Und ja,
da ist das dann halt so, dass das nicht immer 100%, dass das nicht immer 100% mega der Fortschritt ist, wenn man hier am Arbeiten ist. So. Auf jeden Fall auch ein bisschen grün beim Boden, dass das nicht ganz so braun hier nur aussieht. Das finde ich doch auf jeden Fall einen ganz guten Anblick bisher. Dann haben wir die Wand hier natürlich auch noch schön. Das ein oder andere indirekte Licht. Und dann ist das doch hier schon echt eine schöne kleine Oase. Und was das Dach angeht, um darauf nochmal zurückzugehen, mein Hauptproblem aktuell ist, glaube ich, echt diese Ecke hier. Das kann man zur Not so lassen. Vielleicht finde ich da auch noch ein, zwei Ideen. Das hier, vielleicht machen wir daraus tatsächlich eine vollständige Dachterrasse. Irgendwas wird sich da schon finden, was wir da noch hinpacken können. Das hier wird wahrscheinlich einfach so bleiben, quasi. Aber hier, das Dach, also diese Ecke hier, das sieht so unförmig aus. Da kann man halt einfach kein schönes Dach draus machen. Das ist aber auch so, hier ist die Suite, hier ist der Aufgang, da kann man nicht viel ändern. Man kann halt höchstens hier an dem Bereich ein bisschen was ändern. Und ja, da kann man leider halt auch nicht so viel retten. Vielleicht habt ihr aber halt irgendeine coole Idee. Ich glaube an euch. Ich hoffe, dass ihr da irgendwelche schönen Ideen habt und mir da ein bisschen aus der Patsche helfen könnt. Und dann schauen wir mal, wie viel wir beim nächsten Mal weitermachen. Ihr könnt mir ja sagen, ob ihr das okay findet, wenn ich ein, zwei Änderungen, vor allem was das Dach betrifft, vor der Folge mache und euch dann nur zeige, wie es dann aussieht. Oder ob ihr halt selbst diese Sachen tatsächlich dann halt alle sehen wollt. Vielleicht, dass ich vorher ein bisschen rumprobiere und euch dann halt nochmal zeige, also und euch dann halt am Ende zeige, was da jetzt die finale Version ist, wie ich die gebaut habe. So könnte ich das halt zum Beispiel auch machen. Das wäre vielleicht eine Idee. Aber ich musste halt echt ein bisschen schauen, wie ich das Dach mache. Das bereitet mir echt große Kopfzerbrechen. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und würde mich immer sehr über Kommentare freuen, wenn euch irgendwie beim Zuschauen irgendwas eingefallen ist, irgendwas Neues, was ihr noch machen könnte. Dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare und auch sonst alles Mögliche, was euch einfällt. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Tschüss!